Regierungsrat Ernst Fischer von der Höhlenrettung erklärt uns da jetzt genau herinnen, wo wir uns da befinden. Ich weiß nur, dass der Enzersfeld der Hauptbunker ist. Ja, wie gesagt, wir sind da in diesem Eingangsbereich. Es gab ja zwei große Eingänge, der drübere ist mittlerweile wieder zugeschüttet. Da ist auch so, dass das Wasser ca. brusthoch drinnen steht. Wir werden es dann eh sehen, aber von der anderen Seite. Ich bin einmal mit Warthosen durchgegangen, aber es ist sehr, auch mit Vorsicht, weil es sind Löcher im Boden. Ich meine, es geht zwar dramatisch runter, aber man ist dann plötzlich nicht mehr bis daher im Haus, sondern komplett. Das ist ein bisschen überraschend, war noch frisch. Ja, und wir gehen jetzt da weiter und dann kommen vorne die großen Querschläge. Das Stollensystem ist ja vermessen. Und wie lang ist das circa? Ja, wenn man jetzt alle Röhren zusammennimmt, kommt man auf 900 Meter, wenn man wirklich alle Längen addiert, die da drinnen sind. Und ich glaube, er ist ja nie ganz fertiggestellt worden, ne? Das ist richtig. Der hat ja im Krieg gedient als Flucht, beziehungsweise hat man auch Teile der Produktion von den Metallwerken da hinunter verlegt. Aber er ist also nie fertig geworden, weil ja doch das ein gewisser Bauaufwand ist. Und die hinteren Teile sind noch roh, also nicht ausbetoniert. Also dort wäre noch Bauaufwand damals notwendig gewesen. Gut, dann werden wir die Befahrung, sagt man ja nicht? Ja, eine richtige beginnen. Befahrung ist es. Mit dabei ist auch der Christian Reit, Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes Berndorf St. Veit. Das ist natürlich auch für uns sehr interessant, einsatztaktisch dieser Tunnel, weil wir mal vor 10 Jahren eine Übung gehabt und ja, vielleicht schaffen wir wieder mal eine Übung gemeinsam mit anderen Einsatzorganisationen, weil doch auch hier aufgrund der Gefahrensituation was passieren kann. Ja, es sind natürlich immer wieder auch Personen herinnen, die halt nicht, sage ich mal, für Höhlen geeignet sind, die halt da Abenteuer suchen und es kann durchaus sein, dass sie da irgendwo mehr verletzt und dann Hilfe brauchen. Das war ja auch schon der Fall. Hat es schon gegeben, ja, hat schon gegeben. Haben wir überall moderne Graffiti? Ja, das ist jetzt der Bereich, wo wir jetzt unter der Landesstraße durchgehen. Und da gibt es von irgendeinem Ablauf oben einen Einschreibungen. Also wenn man da raufschaut, es stecken da so riesige Steinblöcke drinnen. Ich meine, es ist nicht die Gefahr, dass da jetzt was runterkommt, aber diese Betonplatten sind natürlich gar nicht so. Und das ist jetzt der Gefahrenpunkt da? Naja, das ist zum Beispiel ein alter Schacht, wo irgendeine Entlüftung oder Entwässerung, man sieht, der ist oben zusammengebrochen, diese Betonplatten schieben sich da hinein, es klemmen Steine drinnen, aber es ist natürlich eine unsichere Geschichte, es kann jederzeit Material da nachbrechen. Und wenn man da drunter steht, dann hat man halt kein Problem mehr. Ja, der Christian Reit ist da, schaut da auf die Gefahrenstelle rauf. Ist ja wichtig, dass man sowas ja, das eigentlich da festhält. Eine Frage der Zeit, bis das. Ja, ich meine, wenn man außen vorbeigeht, passiert einem eh nichts. Ne? Aber es, drunter stehen sollte man vielleicht nicht. Vor allem, wenn es nicht regnet oder durch Einschwemmungen da sind vom Wasser, dann kann sich sicher was lösen auch. Jetzt werden wir da irgendwo, sind ja da wunderschöne Sinterbildungen. Ja, es sind natürlich aus dem Zement. Schau, Wasser. Aber das darf man auch nicht. Gerade jetzt bei der EM haben wir da die Nummer 1, Austria Wien. Schau. Naja, die Fans sind überall. Dürfte irgendwann einmal Austria-Fan da gewesen sein. Ja, der hat da auch seine. Ein Bitfin auch. Da rechts gibt es SCR. Ah ja, da ist auch SCR. Da rechts gibt es auch SCR. Also die Konkurrenz schläft nicht. Ja. Da gehen wir jetzt weiter. Und da vorne sieht man jetzt schon die Verzweigungen. Genau, da kommen jetzt die Querschläge von der Anlage. Sehr schön vereint, Höhlenrettung und Rotes Kreuz. Genau. In einem. Ja, wie gesagt, das sind diese ersten Querschläge. Man muss jetzt dazu sagen, die sind nämlich aus einem folgenden Grund gemacht. Da geht es außen rundherum, das konnte man abmauern, wenn man die Maschinen oder die ganzen Geräte drin hatte. Und das ist ein sogenannter Explosionsverschluss. Das heißt, wenn draußen eine Bombe oder eine große Explosion stattfindet, dann kommt die Druckwelle da herein, geht auf diesen Explosionsverschluss, man müsste sich jetzt diese Mauer vorstellen, und dann müsste der Druck eben außen da herumlaufen und da bricht er sich an etlichen Stellen und wird dadurch gemindert und damit ist die Gefahr für die Personen, die drinnen sind, nicht so groß. Hat man das einmal ausgerechnet, wie viele Personen da Schutz gefunden hätten oder haben? Also sicherlich einige hundert, wenn nicht tausend. Also es ist die Anlage so groß,
Wie gesagt, aber ich glaube eher, dass es gedacht war als Produktionsstätte. Wenn draußen bombardiert wird, dann konnte man diese Metallproduktion da nach unten verlegen. Wann ist da begonnen worden? Ja, in der Seegrotte auch war. Ne? Da hat man auch Flugzeuge gebaut. Eben, und da in Hirtenberg, auch Berndorf, sind ja Flugzeugteile gebaut worden. Auch das, ja. Also die Zulieferer teilweise. Na, da ist er nicht mehr ganz gut benannt. Da haben wir schon im Beton, schöne Risse. Ja, da haben sie offensichtlich ein bisschen gefuscht, die Techniker. Mhm. Da sieht man, dass hinten keine Hinterfüllung ist. Ich muss ja dazu sagen, vielleicht auch in eigener Sache. Ich bin ja da herinnen auch viel gewesen mit der Edith Bettnerek. Eine der bekanntesten Frauen in der Höhlenforschung. Ja, ja. Ernst kennt sicher auch, gell? Wahrscheinlich kennen wir die liebe Edith. Vielleicht sieht's den Film. Edith, alles Gute. Da aus dem Enzersfelder Bunker. Einen lieben Gruß, sie ist ja eine der ganz führenden Erdstahlforscherinnen in Niederösterreich und auch von der Landesregierung ausgezeichnet worden dafür. Meine Lehrmeisterin. Ja, ja, die gute Edith. So, Film läuft wieder. Wie gesagt, das sind kurze Querschläge. Da hinten ist zum Beispiel so ein Teil, der nicht ausgebaut worden ist. Dieser Sandhügel, da ist Material nachgebrochen. Aber da kommt man dann in den Täler. Ja, wir gehen auch nicht raus. Es ist halt immer, wo Material herunten liegt, ist halt irgendwas nicht ganz schwebendes. Da sieht man, es ist da dieser normale Sandlöss, der da eigentlich das Gewölbe bildet. Warum das nie ausgemauert worden ist, weiß ich nicht. Das zieht sich meiner Kenntnis. Wann ist eigentlich Baubeginn gewesen von der? Also die Unterlagen auf der Gemeinde laufen zurück auf 1942, also relativ spät eigentlich im Krieg. Aber da hat man offensichtlich schon gerechnet, dass eben Angriffe, Luftangriffe im Speziellen kommen und hat eben versucht, da vermehrt eine Produktion unter die Erde zu verlegen. Da sieht man ja schön die Bohrspuren. Ja, ja, da sieht man noch diese Hausspuren, wie das Material eben, dieses Gewölbe, wenn du von der Seite schaust, sieht man das Profil, wie sie es dann nachher ausbetoniert haben. Das ist recht interessant. Sie haben das einmal so richtig, da sieht man schön rauskauen und dann eben eine Schalung hineingestellt und dann mühsam den Beton dahinter stopft. Und da haben sie natürlich auch Steine, die sie gefunden haben, mit eingebaut. Das ist klar, das wäre ja Tatmaterial, das muss man nicht raustragen. Das war eigentlich fast überall gleich, gell? Ja, ja. Das ist eine Standardmethode gewesen, wie man diese Natur... Wo fährt da die Eisenbahn? Man hat es jetzt kurz gehört auch, da dieses dumpfe Grollen, da ist gerade ein Zug oben drüber gefahren. Also da fährt über uns die Eisenbahn drüber. Da drüber? Ja. Nicht so langsam einer fährt, einbricht. Ja, ja. Du, und da sieht man jetzt den Höhenunterschied praktisch, ja, nicht? Die haben das offensichtlich nicht ausbetoniert, weil da muss irgendwas schiefgelaufen sein. Da ist das Gewölbe, die Firste, viel höher wie da drüben. Und darum sind sie da offensichtlich, haben sie es aufgegeben oder es ist schwer zu sagen. Es gibt auch keine Zeugen. Weil das waren ja leider wahrscheinlich KZ-Häftlinge, die da arbeiten mussten. Ja, auch wie überall nicht. Ja, das ist in Melk, diese Melkersandtunnel sind genauso entstanden. Das waren Außenlager von Mauthausen. Also das war ganz, ganz eine schlimme Geschichte. Die sind ja verschlossen, die Melker. Zurzeit sind sie... Losdorfer Stollen, nicht? Ja, die Losdorfer Stollen sind 16 Kilometer lang insgesamt. Das ist ein kompletter Raster, riesengroß, größere Gewölbe als da. Und da sind, glaube ich, Kugellager produziert worden. Genau, da findet man hinten noch etliche Kugellager, liegen noch hinten, so Ring. Und also ich habe eigentlich deswegen Interesse daran gehabt, weil man sieht eben dort auch in so nicht ausgebauten Teilen noch schön Fossilien drinnen. Also da sieht man die Meeresablagerungen, man sieht da einige schöne Fossilien drinnen. Sind aber jetzt nicht zu gut. Nur, ich glaube, der Luftschacht in Losdorf ist so hoch wie da die Stollen. Alleine, was um drüber geht. Ja.